beim Einstrippen. Oh na, geht natürlich voll ins Schilf. Ja, Leute, willkommen zurück bei Fly Fishing Chronicles. Es ist Sommer, die Karpfen sind los. Ja. Und der strebt natürlich ins Schilf rein. Rute schön arbeiten lassen. Ruhig ein bisschen härter rannehmen, die Jungs. Einwandfrei. Ja, kommt noch ein Buddy mit. Ja, da ist der Gute. Wollte eigentlich zum nächsten Wurf ansetzen, habe die Fliege eingestrippt und bong, hing er. Ja, manchmal ist auch eine aktive Fliegenführung erfolgreich. Und er darf auch gleich wieder zurück. Das ist gut. Oh, da geht jetzt natürlich ins Cover rein, das ist klar. Und die Post geht ab. Oh, na. Das macht mein Anker. Oh, hab jetzt mehrere Plätze abgefischt oder besucht, da kam leider nichts. Jetzt habe ich hier welche stehen sind am Rand. Die waren noch am Fressen. Das ist immer das Beste, wenn man Karpfen findet, die aktiv am Fressen sind. Hab jetzt 2 Stunden gebraucht für den Biss. Manchmal muss man sich echt hart erarbeiten, auch wenn viele am Platz sind. Ja, hier ist der Gute. Schöner Schuppi. Kurzer, knackiger Fight. Hat sich gut verkauft. Hat die gelbe Wurmfliege voll genommen. Schön. Kann auch gleich direkt wieder zurück ins Wasser. Ja, für 2 Karpfen hat es bisher gereicht. Bisschen schwierige Situation heute irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie wollen die nicht. Was gut ist, wir haben Wind. Auch wenn ich jetzt davor erstmal geflüchtet bin, weil es ein bisschen zu windig ist und der Wellengang zu stark ist, da kann man nicht mal ins Wasser reinschauen und die Karpfen spotten und sehen und auch die Fliege nicht sehen und die Bisse nicht sehen. Alles ein bisschen doof, deshalb nutze ich jetzt erstmal die Gelegenheit und mache mir erstmal ein bisschen was zu essen. Chili con carne mit einem kleinen Bierchen. Kosel, kann ich nur empfehlen. Und ja, danach geht es weiter raus aufs Wasser. Ich denke, ich werde dann wieder die Taktik wie beim letzten Mal fahren, dass ich mich einfach abdriften lasse, dabei spotte, ob ich irgendwelche Karpfen sehe und dann einfach einen Anker runterlasse und ja, dann halt den Spot halt befische. Die scheinen mir auch irgendwie heute alles irgendwie ein bisschen zu verteilt zu sein. Ich habe alle gängigen Spots abgefahren. Allerdings, ja, es waren schon Karpfen da, aber die waren jetzt nicht irgendwie beißfreudig. Ich musste wahrscheinlich heute eher suchen. Vielleicht wird es auch so ein Abendding, man weiß nie. Aber jetzt gibt es erstmal Chili. Oh ja. Ah, ausgestiegen, verdammt. Ah, Trifftaktik hat zugeschlagen. Oh, hier alles voll. Leute, schaut euch das an. Oh. Da habe ich sofort genommen wieder. Sofort genommen. Oh, schön genommen. Fliege gewechselt von der gelben Wurmfliege auf ein Insektenimitat. Natürliche Farbe und sofort genommen. Der Fliegenwechsel hat es gebracht. Ich zeige euch gleich die Fliege. Ja, hier ist der kleine Racker. Kleiner, schöner Schuppi. Hat die Libellenimitation genommen. Zeige ich euch gleich im Detail. Da darf es jetzt erstmal wieder zurück. Ja, Leute, das ist die Fliege. Ich hoffe, man sieht es. Eine ziemlich große Fliege. Ich bin von der gelben Wurmfliege. Das ist die hier.
weil das Wasser jetzt doch ein bisschen klarer geworden ist, gerade hier in der Nähe vom Staudamm, zu dieser Fliege gewechselt. Ist eine Libellenimitationsfliege, nichts Besonderes, habe ich online gekauft, jetzt nicht selber gebunden oder sowas. Man sieht es jetzt schlecht, weil die nass ist, hat schon Marabu dran und sowas. Ich hatte es eh schon vermutet, dass die wahrscheinlich mehr heute auf natürliche Farben beißen, denn man sieht sie ja fressen. Und irgendwas müssen die ja fressen und ich vermute, dass sie an Köcherfliegenlarven fressen oder auch an kleinen Krebsen. Und da ist natürlich so eine natürliche Farbe besser. Nachteil natürlich wieder für uns Angler, wir sehen halt nicht, wie die Fliege abtrudelt. Wir können die nicht verfolgen und es ist immer ein bisschen tricky mit der Bisserkennung. Der kam jetzt allerdings ziemlich flach, hat sofort die Fliege genommen, nachdem die gelbe Fliege dutzende Male abgelehnt worden ist. Deshalb bleibe ich jetzt erstmal bei der und vielleicht fangen wir ja noch ein. Mal schauen. Ja, das ist der kleine Schleimer. Hat eigentlich einen viel größeren Karpfen angeworfen. Gut 30 Pfund, aber wie bei den Barschen, die kleinen sind oftmals die schnelleren. Was soll's. Oh, Fisch. Was ist das denn? Hä? Kein Karpfen? Zander! Ich werd bekloppt. Ein Zander. Auf eine Karpfenfliege. Ja Leute, was sagt man dazu? Zander auf Karpfenfliege vollgenommen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Schöner kleiner Zander, der geht aber wieder zurück. Jawohl. Und er hängt. Anker setzen, Anker setzen. Er hat es noch nicht gemerkt, hä? Boah. Oh, Scheiße. Oh, endlich wieder online hier. Der ist gut, der ist gut. Da ist der Johnny. Einwandfrei. Das ist vermutlich der letzte Kuss. Für alle meine Abonnenten und die, die es vielleicht noch werden wollen. Würde mich freuen auf jeden Fall. Schönes Tier. Und er darf natürlich auch wieder schwimmen. Hat einen guten Kampf geliefert. An der 8er Fliegenroute. Ja, wenn man Hänger hat, habe ich hier diese Köderretterstange dabei. Eigentlich fürs Spinnfischen, habe ich auch oft fürs Crankbaitfischen benutzt. Dreht man einfach in die Schnur ein und dann kann man die Fliege wieder rauslösen. Man wickelt das da so drauf. Zack, und dann kann man mit der Stange runtergehen. Muss man ein bisschen rumstochern natürlich. Und et voilà. Die Fliege ist gerettet. Einwandfrei. Kann ich nur empfehlen. Kostet, was habe ich bezahlt von Freibill? $35 sind 30 Euro. Das Ding hat mir schon an Kunstködern tausende Euro erspart. Und an Fliegen auch schon bestimmt schon dreistelliger Geldbetrag. Also das Ding hat sich mehrfach oder mehr als bezahlt gemacht. Oh ja. Ganz großes Vieh.
ganz großes Vieh. Okay. Ganz großer Karpfen. Das ist er. Oh, komm, auf den Zug geschwommen. Oh. Und da sitzt ein Baum fest. Huh? Ich gebe ein bisschen Schnur. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, er ist noch dran. Oh, immer bei den Großen so ein Chaos. Ey. Hat man einfach nicht unter Kontrolle. Ja, das wäre er gewesen, der 30 oder gar 40 Pfünder, nehme ich an. Angeworfen, wieder mit der Insektenimitation von vom letzten Mal, so eine Libellenimitation. Sofort genommen, abmarschiert, unhaltbar. Unhaltbar ist dann, ich zeige euch gleich mal ins Gestrüpp hier rein. Man sieht, dass da vielleicht die zwei Baumstämme. Und ja, da war nichts zu machen. Ich habe den ganzen Frühvormittag gefischt. Einen Biss gehabt bisher, das Wasser ist sautrüb. Ich nehme an, es liegt daran, dass die Karpfen jetzt nach der Laichzeit voll am Fressen sind und überall rumgründeln zu Hunderten, Tausenden, keine Ahnung, zumindest das Wasser ist urtrüb. Dort, wo jetzt der große Karpfen war, war plötzlich ein ganzer, ja, ich will jetzt nicht sagen Schwarm, aber größerer Tupfkarpfen. Die ganze Zeit gar nichts, hat mich die Uferlinie hier hinter mir langdriften lassen. Und ja, plötzlich war er da hingeworfen, bam. Ja, jetzt hoffe ich, dass ich die Situation bisschen beruhigt. Vielleicht kommen sie ja zurück. Und es zeigt wieder mal, man muss die Karpfen suchen. Man muss sie suchen, nicht gleich aufgeben. Auch wenn jetzt so Plätze, die man sonst immer befischt, plötzlich keinen Fisch mehr bringen, weitersuchen und plötzlich sind sie da. Ja, gut. Ja, Leute, kleiner Pro-Tipp für uns Fliegenfischer. Ich selber habe immer meine Schuhe aus, ich habe Socken an. Das hat den Vorteil natürlich, wenn ich auf der Flugschnur drauf trete, dann merke ich das, dann spüre ich das und weiß, oh, ich stehe auf der Flugschnur drauf. Socken, auch deshalb natürlich Sonnenschutz, brauche ich mir nicht die Füße einschmieren. Und, was kann ich auch machen, ich kann natürlich mit der Socke ins Wasser gehen, nass machen. Und dann ist es nicht nur kurzzeitig kühl, sondern durch die Verdunstungskühlung bekommt man dann schön kühle Füße. Also man hat also UV-Schutz, man merkt, wann man auf der Schnur draufsteht und man hat schöne kühle Füße durch die Verdunstungskühlung. Ne? Viel Spaß beim Nachmachen. Ich werde bekloppt, ein Zander. Ja, das Karpfenangeln ist heute mehr als schwierig. Aber wieder gefangen auf eingestrippte Karpfenfliege. Oder es war keine Karpfenfliege, es war eine Fliege, die eine Libellenlarve imitiert und hat gebissen. Schön. Management. Das ist wieder so ein schöner Brocken. Ja, hier ist der Kollege. Schönes Schuppenkleid, schön gebissen, den ganzen Tag für gearbeitet. Wundervolles Tier. Hat einen super Fight geliefert, war wieder leicht chaotisch natürlich. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wird wahrscheinlich der letzte sein für heute. Mal schauen. Ja, zum Schluss gibt es noch einen kleinen Tipp von mir. Schaut mal. Ich habe hier am Kescher meine Arterienklemme immer direkt gleich dran. Gesichert mit einem Spiralband. Das hat einfach den Grund, wenn es soweit ist, dann muss ich nicht erst ewig rumkramen, wo jetzt meine Arterienklemme jetzt hier im Boot ist. Und wenn ich den Kescher mit dabei habe, dann weiß ich auch, dass ich auf jeden Fall eine Lösezange mit dabei habe. Für Hecht habe ich hier die Zange mit dran.
dran, habe ich mit zwei Kabelbindern hier einfach das Holz da festgemacht. Und dasselbe Prinzip, dann weiß ich einfach, dass ich es dabei habe und es ist sofort griffbereit.